Verbrennungsmaschinen sind heiß. Ab wann wirkt sich diese Hitze auf das Klima aus? Sind synthetische Treibstoffe, also E-Fuels, vielleicht die Lösung unserer Probleme? Diesen Fragen und vielen mehr gehen wir heute auf den Grund. Willkommen bei einer neuen Ausgabe von E-Mobilität am Punkt. Gerry, wir sind am Salzburgring. Warum? Weil wir uns heute einmal mit der Frage beschäftigen, warum machen wir denn das alles mit Elektromobilität eigentlich? Es ist ja trotzdem ein Riesenaufwand und eine Riesenumstellung und die Frage ist, warum? Und dazu haben wir uns wen eingeladen? Den, der uns das Thema mit größter Wahrscheinlichkeit am besten erklären kann. Bin schon da! Servus! Cool! Unsere beiden E-Profis haben sich heute eine echte Koryphäe eingeladen. Andreas Jäger. Andi ist bekannt aus Radio, Fernsehen, von Vorträgen und Co. Im Grunde ist er aber Wissenschaftler. Er beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit allem, was mit dem Wetter und dem Klima zu tun hat. Elektromobilität ist ja nicht immer ganz einfach zu erklären, aber Klima erklären ist noch viel schwieriger. Wie machst du das eigentlich als alter Profi? Du, es gibt eine Killer-Grafik, die ich eigentlich immer bringe, egal bei welchem Vortrag. Das ist sozusagen der österreichische Datenschatz. Wir messen ja seit 257 Jahren Temperatur, 1767, Mozart war 11 Jahre alt, haben wir angefangen in Kremsmünster durchgehend zu messen. Und jetzt wissen wir auch, wie über 257 Jahre Temperaturentwicklung ist. Und wenn du dir die Sommer anschaust, also Juni, Juli, August anschaust und jedem Jahr einen Mittelwert zuordnest, und dann siehst du rote Sommer, wo es wärmer ist, also mittelblaue Kälte. Das Mittel sind die 30 Jahre zwischen 1961 und 1990. Das haben wir beide auch noch mitgekriegt. Und dann siehst du, dass die Schwankungen von blau auf rot enorm sind. Das geht von Jahr zu Jahr. Ein Jahr kann, ein Sommer kann irrsinnig warm sein, schon dann übernächste ganz kalt. Ja. Und aber seit 40 Jahren gibt es keine blauen Sommer mehr. Es schwankt stark, aber es schlägt keiner mehr auf blau. Seit 40 Jahren gibt es nur noch, es geht nach oben. Der Klimawandel lässt sich also auch in Zahlen und Grafiken bereits sehr gut darstellen und erkennen. Einen wesentlichen Beitrag zu den wärmeren Temperaturen leisten wir Menschen mit dem Ausstoß von Treibhausgasen. Dagegen sollen laut hartnäckigen Mythen auch E-Fuels helfen, also synthetische Treibstoffe. Was da dran ist, das klären wir später. Wir wissen ja, dass also ein Verbrennerauto ungefähr 2/3 des Energieinhalts von Benzin und Diesel geht in Form von Wärme verloren. Ja. Diese Wärme, hat die zusätzlich jetzt einen Einfluss also auf diese menschengemachte Klimaerwärmung? Was sagt denn ihr als Wissenschaftler dazu? Also, wie ich studiert habe, und das ist schon ein bisschen her, da hat man früher gesagt, ja, wie ist denn das, wie ist die Abwärme, was macht, tut die was? Ja, man kennt den Starteffekt. Städte sind im Mittel wärmer wegen der Abwärme, ja, vor allem im Winter. Aber global gesehen, die Flächen sind so riesig, haben wir immer gesagt. Und die Abschätzung war ganz klar, der Effekt der Erwärmung, der Abwärme, was du sagst, von so Wärmekraftmaschinen wie Dampfmaschinen, wie ein Auto, Verbrenner, das ist zu klein. Und jetzt zeigt sich aber, dass diese Abwärme, weil wir immer mehr Maschinen verwenden, exponentiell steigt. Und es gibt Berechnungen noch, wonach das in circa 100 Jahren, wenn wir so weitermachen, in guten 100 Jahren, so weit ist, dass es klimawirksam ist. Und halte ich fest, wenn die Kurve so weiter ginge, in 400 Jahren kocht der Ozean. Ein kochender Ozean, das ist definitiv nichts für unseren Harry. Doch wie schlägt sich in Sachen Abwärme ein Elektroauto gegenüber einem Verbrenner mit Diesel oder Benzin? Das hat sich unser E-Profi ganz genau angesehen. Er war dafür schon am Vortag am Wallersee. Hier geht's richtig heiß her. Wie man unschwer erkennen kann, sind wir heute also bei der Feuerwehr, und zwar ganz konkret bei der Feuerwehr in Hendorf. Ich darf also den Feuerwehrkommandanten, den Simon in Hendorf, begrüßen. Hallo, herzlich willkommen in Hendorf. Also bitte. Wir daten ganz gerne also die Wärmeemissionen von einem Verbrennerfahrzeug im Vergleich zu einem Elektrofahrzeug anschauen, weil wir ja wissen, dass bei einem Verbrennerfahrzeug ein erheblicher Teil des Energieinhalts vom Treibstoff in Form von Wärme weggeht. Und ihr habt also eine Wärmebildkamera. Ja, also die Wärmebildkamera hilft uns im Brandeinsatz zum Suchen und Finden von Glutnestern, von einem Brand, dass wir eben eine schnelle und effektive Löschangriff starten können. Und natürlich sehen wir auch die Wärmequellen an Fahrzeugen. Und ich hätte gesagt, wir starten einfach mal los, schauen uns das an, was wir alles sehen, was wir alles finden. Gut, ich habe die Wärmebildkamera also von den Kollegen von der Feuerwehr gekriegt. Ich fotografiere als allererstes einmal ein E-Fahrzeug, nämlich konkret das E-Fahrzeug des Wassermeisters der Gemeinde Hendorf. Und ich sehe also jetzt, dass nur die Reifen ein bisschen Wärme produziert haben. Der Scheinwerfer auch nur ein kleines bisschen, aber ansonsten ist das ganze Auto
dunkel. Das heißt also, wir haben keine Wärmequelle, die dort also anzeigt, dass irgendwelche Wärme also emittiert wird. Jetzt haben wir das Glück gehabt, dass also ein weiterer Kamerad mit einem Elektrofahrzeug gekommen ist, und zwar konkret also mit einem ID. Und da sehe ich also jetzt, dass also die Reifen, nachdem er offensichtlich ein bisschen länger gefahren ist, ein paar Grad wärmer sind. Und die Kamera zeigt uns das wunderschön mit Falschfarben an. Ich habe da jetzt eine Oberflächentemperatur von 18 Grad. Bei dem Wassermeisterfahrzeug haben wir zuerst also 15 Grad gehabt. Und ansonsten ist das Fahrzeug also wiederum ganz genau wie auch das Wassermeisterfahrzeug. Keine Wärmequelle, nur die Reifen sind ein bisschen warm. Ja, Simon, jetzt haben wir zwei Elektrofahrzeuge aufgenommen und jetzt wird es also spannend. Wie schaut das bei einem Verbrennerfahrzeug aus? Im Motorraum sieht man eben die größte Wärme. Die Reifen sind mittlerweile ein bisschen ausgekühlt, ja. Aber eben im Motorraum erkennt man doch noch relativ viel Wärme. Ja, was hältst du denn von der Idee, wenn wir jetzt also den Motorraumdeckel aufmachen und schauen wir mal, ob wir da also jetzt also wirklich heiße Teile finden? Ja, sehr gern. Ja, also unglaublich. Und hinten ist der Turbo. Jetzt gehen wir da noch mal ein bisschen ganz genauer hin. Da wird es ja richtig rot. Ja, wenn wir schon die Chance haben, dass wir mit einer Wärmebildkamera was aufnehmen, dann haben wir also jetzt vor, dass wir vielleicht einmal eine Laterne uns anschauen. Wie warm ist denn die? Ich gehe mal rauf. Ui, da wird es richtig rot. Und wenn ich den Brennpunkt also jetzt wirklich also auf das Lichtmittel setze, dann sehe ich, dass die also jetzt eine Temperatur von fast 30 Grad hat oder um die 30 Grad. Experiment erfolgreich. Man sieht mich in der Wärmebildkamera und man sieht vor allen Dingen eines, dass die Nase der kälteste Punkt eines Menschen an seiner Hautoberfläche ist. Also Elektroautos erzeugen im Vergleich zum Verbrenner kaum Abwärme und auch an der Beleuchtung lässt sich so einiges an Wärme einsparen. Aber jetzt wieder zurück zum Salzburgring, denn hier wollen wir noch den Mythos rund um synthetische Treibstoffe, sogenannten E-Fuels, aufdecken. Dafür bereiten sich Andi und Gary an der Salzburger G-Schnellladesäule vor. Es gibt ja jetzt neben den bereits besprochenen Möglichkeiten noch diese sogenannten E-Fuels, also synthetisch hergestellte Kraftstoffe, die offensichtlich das Allheilmittel für alle Mobilitätsprobleme sind. Andi, wie siehst du das? Ja, ich bin jetzt natürlich jetzt kein Experte, aber mir kommt es irgendwie komisch vor, weil man denkt, ich nehme jetzt einfach an PV-Strom, tanke ein kleines Elektroauto, oder ich nehme den PV-Strom und mache irgendwie aus Wasser und CO2 einen Treibstoff. Da muss doch irgendwie der Wirkungsgrad nicht passen, oder? Oder wie wird es denn genau gemacht? Diesen Wirkungsgrad werden wir uns heute anschauen. Wie wird es genau gemacht? Einfach erklärt, man nehme Strom, also idealerweise Grünstrom, sonst macht es nämlich keinen Sinn. Sonst macht es sowieso keinen Sinn. Nimmt Wasser, macht Elektrolyse, gewinnt auf die Art und Weise Wasserstoff, nimmt dann CO2, vermeintlich aus der Luft, nur funktioniert das so in Wirklichkeit nicht, sondern man braucht eine große CO2-Quelle. Und aus dem heraus kommt dann letztendlich dieser synthetische Treibstoff. Was aber vielleicht wichtig ist, es wird Bereiche geben, da werden wir E-Fuels brauchen. Das wird zum Beispiel die Fliegerei sein. Flugzeuge, ja, das verstehe ich. Weil da ist batterieelektrisch so das schnell nichts. Das geht ja nicht aus. Das kriegen wir nicht hin. Dort wird es einen Sinn machen. Es wird auch für große Maschinen, für Mähdrescher zum Beispiel, keinen Sinn machen, den elektrisch zu betreiben. Mhm. Also all die Nischen, die batterieelektrisch nicht gehen, da macht es auf alle Fälle einen Sinn. Aber wie viel Sinn machen E-Fuels jetzt wirklich für normale Pkw? Harry, Gary und Andi haben sich dafür ein schönes Beispiel überlegt. Doch davor will Harry in der Landeshauptstadt die Erwartungen abklopfen. Szenenwechsel. Wir waren also am Salzburgring und sind also jetzt in der Stadt Salzburg unterwegs und wollen Menschen befragen, wie weit fährt man letztendlich also mit einem Elektroauto mit einer bestimmten Menge Energie, wobei wir hier immer von der Quelle der Erzeugung bis zum Rad, neudeutsch Well-to-Wheel, und das vergleichen wir auch mit Benzin und Diesel und das vergleichen wir auch also mit den künstlichen Treibstoffen, den sogenannten E-Fuels. Wir haben ein Elektrofahrzeug und wenn wir eine bestimmte Energiemenge, das ist hier 100 Kilowattstunden, ist gleich viel wert wie 10 Liter Diesel. Ja. Wenn wir diese Energiemenge verwenden, um einerseits also jetzt an der Quelle vom Kraftwerk diese Energiemenge bis zur Ladestation bringen und von hier letztendlich also dann im Auto getankt haben, dann fahren wir mit dieser Energiemenge ungefähr 428 Kilometer weit.
Und meine Frage an dich ist also jetzt, wenn wir die gleiche Energiemenge bezogen auf Diesel und Benzin sind es 10 Liter, wie weit glaubst du, dass wir also mit 10 Liter Benzin kommen, wenn das Auto also letztendlich also diesen Treibstoff verbrennt? Ich brauche von dir nur einen Wert. 180 Kilometer. 400 Kilometer. 200 Kilometer. 170. 180 bis 310. 300 Kilometer. 390, 400 Kilometer. 170. 150 Kilometer. 150 Kilometer. Und wenn wir das also jetzt den Treibstoff künstlich erzeugen, was glaubst du, wo werden wir da liegen? 70 Kilometer. 100 Kilometer. Ich würde sagen 170 Kilometer. 70. 200. 300 Kilometer. Vielleicht 100. So 240. Also spannendes Fazit. Die Menschen, die wir befragt haben, sowohl bei Diesel als auch bei Benzin, aber auch bei den E-Fuels, sind in ihren Erwartungen deutlich höher gewesen. Was wirklich die Antwort ist, das schauen wir uns also jetzt am Salzburgring an. Das ist die Startzielgerade am Salzburgring. Sie ist 600 Meter lang. Harry, Gerry und Andi betanken symbolisch drei Autos mit derselben Menge Energie. Wie weit werden die unterschiedlichen Technologien damit wohl kommen? Auf geht's zur Startlinie. Harry steigt in einen normalen Verbrenner ein. Gerry darf standesgemäß ein Elektroauto mit Batterie lenken und Andi muss in den Verbrenner mit dem synthetischen E-Fuel. Ich erwarte mir, dass ich also mit dem simulierten Diesel- und Benzinfahrzeug nicht so weit komme wie das Elektrofahrzeug, aber weiter als gegenüber dem E-Fuel. Naja, 600 Meter sollte man schon kommen mit dem Auto, sonst kann ich gleich zu Fuß gehen. Oder so. Das würde mir schon ausrechnen, dass ich 600 Meter komme. So viel wird da wohl drin sein. Oder habt ihr so gespart? 600 Meter ist die Strecke lang. Wer wird sie wohl schaffen? Es geht darum, wer... Jetzt komm. Das wirst du bereuen. Oh, was ist los? Was für fertige Schnee? Ich stehe, die fahren noch. Das ist ein Skandal. Und der Kollege, der mit dem E-Fuel, also jetzt da, also der bleibt ja einmal stehen. Das gibt's ja nicht. Das gibt's, ich bin schon fertig. Schon nach nur 60 Metern kommt Andi mit seinem E-Fuel-Fahrzeug zum Stillstand. Sein Energievorrat ist zu Ende. Der fährt immer noch, der elektrische. Macht mich fertig. Ich hab's befürchtet, ehrlich gesagt. Schaut einmal, wie der abgeflogen ist. Man sieht ihn schon kaum. Ganz vorne der Schwarze, das ist der Tesla. Ja? Aber der Dieselbenziner ist auch nicht sehr weit gekommen. Mal einiges weiter als ich. So fair muss man sein. Der normale Verbrenner schafft nämlich mit Benzin oder Diesel auch keine 300 Meter, während das Elektroauto fährt und fährt und fährt. Das ist unvorstellbar, wie ineffizient letztendlich E-Fuels sind. Genau, denn für ihre Erzeugung wird derart viel Strom verbraucht und die Effizienz ist derart schlecht, dass sie gegenüber dem batteriebetriebenen E-Auto rund 10-mal mehr Energie verbraucht. In unserem Vergleich können wir zwar nicht auf exakte Details und Einzelverbräuche eingehen, aber das Ergebnis steht für die großen Unterschiede in den Technologien und lässt sich auch mit unserer Drohne nur aus sehr großer Entfernung einfangen. Das Fazit ist, dass mich das wenig überrascht, weil wenn man sich mit der Thematik beschäftigt, dann kriegt man sehr schnell einen guten Eindruck, dass die ganze Nummer sehr eindeutig ausgeht. Mann, 1 zu 10. Das hätte ich nie gedacht. Was mich so echt wirklich, das Bild des Tages ist für mich, ich schaue nach vorn und der Tesla ist gerade noch ein schwarzer Punkt. Also was das in der Praxis, das ist ja Wahnsinn. Also E-Fuels, Kübeln braucht man nicht im Straßenverkehr. Ich bin sprachlos. Das muss man gesehen haben. Ja. Dann weiß man, wohin sich das entwickeln wird. Ja. Und dabei haben wir noch gar nicht besprochen, dass mit den E-Fuels immer nur die Stickoxide vorhanden sind, ja, die ja ein nennenswertes Thema auch zusätzlich sind, die man aber nicht sieht und nicht riecht. Die sind trotzdem da. Systemimmanent, oder? Wenn ich einen Verbrenner habe, der Luft ansaugt, wo 78% Stickstoff drin ist, geht es nicht anders. Und dass man 2/3 der Wärme, also jetzt also mit, ob das E-Fuels sind, ob das Benzin und Diesel ist, die schicken wir als Wärme in die Luft. Für unsere Experten ist also klar, E-Fuels haben in Nischen ihre Berechtigung, aber nicht im gewöhnlichen Autoverkehr. Hier kann man den sauberen Grünstrom deutlich besser und vor allem wesentlich effizienter einsetzen.